Und damit herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind hier wieder back am Start. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier dementsprechend nach einer längeren Zeit bin ich wieder in ein Hotel und zwar heute in Amsterdam. Ziemlich klein, ja. Und ich kann euch dementsprechend nicht viel zeigen. Ich habe euch das in der Anfangsphase gezeigt, ja. Und sehr klein. Viele von euch haben vielleicht dementsprechend auch die ganzen Vlogs oder sage ich mal die ganzen Zimmer gesehen, die ich dementsprechend aufgenommen habe in Griechenland. Ja, die waren deutlich größer. Hier ist es ja wirklich ziemlich klein. Aber ja, darum geht es auch gar nicht in diesem Video. Ich wollte einfach nur zeigen, was ich bis jetzt erlebt habe. Ja, quasi bin ich ja heute quasi einen Tag lang, also von heute bis morgen in Amsterdam. Und ja, ich muss schon sagen, es war mega, mega geil. Beziehungsweise es ist geil. Ich bin jetzt noch hier in Amsterdam und ich werde bis morgen hier bleiben. Denn morgen habe ich Geburtstag. Vielleicht wissen das viele Menschen nicht. Und ich werde da quasi rein feiern. Und ich muss sagen, Amsterdam ist eine Stadt, wo ich sagen kann, boah, mega geil. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. So viel Chaos. So viel, es ist einfach so groß. Ja, für die Leute, die noch nie in Amsterdam waren, ja, ist es einfach so ein Schock, weil ich dachte, boah, was ist das denn alles hier? Mann, ist das groß. So viel zu machen. Das ist wie Las Vegas 2.0 ist das. Ja, es ist unglaublich. Ja, man geht quasi in die Stadt rein. Ja, das war bei uns zum Beispiel so. Ich gehe in die Stadt rein und ich dachte mir, boah, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Da ist für jeden was dabei. Für klein, für groß. Ein Laden nach den anderen. Das ist mega, 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 mega geil. Eine Sache ist eine Sache, wo ich sagen kann, die ist mega, mega schwierig und zwar die ganzen Straßenverkehre. Also, falls ihr in Zukunft nach Amsterdam kommen wollt, müsst ihr aufpassen, denn auf der Straße ist es ziemlich schwer, einen Parkplatz zu finden. Also, das war bei uns auch so, wir sind ausgerastet bis zum geht's nicht mehr, weil es einfach schwierig ist, einen Parkplatz zu finden. Und da ist es dementsprechend so aufgebaut, da muss man schon ein bisschen, ja, ein bisschen vorausplanen, sag ich mal so, ja. Aber alles in allem ist Amsterdam wirklich, wo ich sagen kann, top. Eine Top-Stadt, mega, mega geil, ja. Obwohl das Hotel sehr klein ist, ist es sehr kompakt. Ich kann hier wirklich alles machen, habe quasi alles, was ich brauche, ja. Sowohl das Hotel an sich ist dementsprechend auch ziemlich, ja, oldschool-mäßig, aber wiederum auch schön, ne? Ich bin kein Mensch, der immer dieses Neue möchte. Neu, 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 ne? Ich habe euch ja gerade eben ganz kurz gezeigt, wie das Vlog dementsprechend oder wie das Zimmer aussieht, zeige ich das dementsprechend jetzt nochmal. Ja. Da können wir dementsprechend hier so rumgehen. Da seht ihr dementsprechend schon das kleine Bettchen. Ja. Also ziemlich spartiatisch. Hier hängt oben ein schönes Bild über Amsterdam. Wo genau das ist, weiß ich selber nicht. Haben wir hier schon ein kleines geiles Flachbildschirm, sorry. Und hier schöne Klamotten von mir, ja. Hier haben wir dementsprechend das Waschbecken, ja, Spiegel und hier ist die Toilette und dementsprechend hier der Duschraum, ja. Also ziemlich, 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 ziemlich hier kompakt, beziehungsweise sehr, sehr klein, ja, aber für eine Nacht kann man eigentlich nicht meckern. Hier hinten kann man dementsprechend ein bisschen gucken, ob man was machen möchte. Rausgucken. Da ist sowieso jetzt nichts. Ist ja sowieso ist dunkel. Ist ja so um die 11 Uhr fast. Ja. Und ja, das wäre es eigentlich, ne? Nichtsdestotrotz habe ich dieses Mal wirklich viele Sachen gemacht, die ich davor so in meinem Leben nie gemacht habe. Und zwar habe ich das erste Mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Dubai-Schokolade probiert. Mann, war die lecker. Mann, war die lecker. Also Essen ist ja wirklich auf höchstem Niveau. Also es ist wirklich mega, mega, mega krank. Obwohl die Gains dementsprechend jetzt versagen ein bisschen, ist mir das gerade egal. Ich bin in Amsterdam, hab morgen Geburtstag. Naja, am Montag geht's mit der Diät dementsprechend weiter. Ja, und wird auf jeden Fall richtig geil werden. Ja, in Zukunft werden halt viele geile Videos kommen, meine Freunde. Abonniert mich for more crazy stuff. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir unter mein YouTube-Video. Ich werde sie so schnell wie möglich dementsprechend beantworten. Ich bin ein bisschen dehydriert. Ich habe ja viel durchgemacht. Wir sind 3 Stunden gefahren ungefähr, ne? Das ist auf jeden Fall, ne, schon so, das zieht einen so ein bisschen mit nach. Obwohl wir dementsprechend eigentlich
gut angekommen sind in Amsterdam. Das war jetzt nicht, wo ich sagen könnte, ja gut, wir hatten jetzt Stau gehabt. Wir hatten gar keinen Stau gehabt. Stau war dementsprechend gar nicht vorhanden. Vielleicht wissen das viele von euch auch. Ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte vieles sehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich trainiere zwar viel, ich bin ein Spartiat, aber ich will auch in meinem Leben vieles sehen. Das heißt, ich möchte verschiedene Orte auf dieser Welt sehen, möchte da mal übernachtet haben, zu so gucken, wie die Stadt ist. Köln hat mir sehr gut gefallen, Hamburg hat mir sehr gut gefallen, in Griechenland verschiedene Orte haben mir sehr gut gefallen. Ja, das ist richtig geil halt. Ne? Ihr könnt auf meiner Playlist gehen, auf mal auf Vlogs, da könnt ihr alle Vlogs sehen, die ich so hochgeladen habe. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein Unterschied, wenn du in einer Großstadt groß geworden bist oder halt nicht in einer Großstadt. Ja, und es ist halt wirklich geil. Nichtsdestotrotz würde ich niemals in einer Großstadt leben, mitten im Zentrum, sondern würde mich lieber dazu entscheiden, dass ich, sage ich mal, irgendwo wohne, das minimal außerhalb ist, vielleicht 5 bis 10 Kilometer, damit ich draußen meine Ruhe habe. Weil in der Innenstadt zu wohnen, wäre für mich ein bisschen viel zu viel Stress und viel zu viel Chaos, viel zu viel Lärm. Ich mag das mehr, wenn das ruhig und ja, einfach ruhig ist, so, wo man einfach quasi seine Ruhe hat, ja. Das heißt, würde ich mich dazu entschließen, hierher zu ziehen, vielleicht 10 Kilometer außerhalb vom Zentrum von hier. Und, ja. Wie gesagt, meine Freunde, mehr kann ich auch nicht sagen. Es wird richtig geil werden. Gleich geht's noch richtig ab hier. Und dann würde ich mal sagen, ich werde das Video beenden. Das ist ein ganz kleines Video und ich schwitze auch schon extrem. Ich wollte nur ganz kurz mein Update sagen, dass ich gerade in Amsterdam bin und was ich gerade bis jetzt erlebt habe dementsprechend. Und ab nächster Woche werden ganz normale spartiatische Videos kommen. Bodybuilding, Fitness, alles drum und dran. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt kostenfrei tun. Wir sehen uns, meine Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.